Thank you.
kultureller Institution hier in Berlin und verehrtes Publikum. Unsere Sprache ist die Musik. Und so will ich mich nicht in Worten verlieren zu einem Anlass, das uns so sprachlos macht. Bis Ende Mai 2022 hatte es dann doch gedauert, bis ich zusammen mit Veronika Linschenko, unserer wunderbaren jungen Kollegin und Hoffnungsträgerin ihres Landes, es geschafft hatte, alle Kolleginnen im Exil, europaweit im Exil, zu finden und nach Breisach einzuladen. Im Dreiländereck mit Hilfe der Deutschen Harfenistenvereinigung und der Schweizer Harfenistengesellschaft konnten wir diese jungen Kolleginnen zu uns holen und meine Freude war dabei bestimmt genauso groß wie die der jungen Harfenistin, sich wiederzusehen. Sie kam mit ihren Kindern und einige waren klar mit kleinen Harfen geflohen und es sind ungeheuer mutige Frauen, die heute Abend für sie musizieren. Soziologisch mag man Gründe finden, weshalb wir Harfenisten hauptsächlich Frauen sind. Wichtiger scheint mir jedoch, dass auch schon König David als Harfenist mutig gegen die Goliaths dieser Welt anspielte, denn im Angesicht der Unfassbarkeit dieses Angriffskriegs erscheint gerade für einen Künstler seine gesamte Arbeit und Berufung sinnlos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.